ja, hallo Freunde, das ist die unwahrscheinliche Geschichte vom Computer. Eine Computer-Story gewissermaßen. Und vorige Woche hat unsere Firma auch einen neuen Computer bekommen. Wir sind zwar nur 3 Mitarbeiter, aber das Ding läuft unwahrscheinlich. Und alles dauert jetzt doppelt so lange wie früher. Wir hatten einen Flug gebucht nach Caracas. Nach Südamerika. Doch abgelaufen war auf einmal unser Pass. Oh Schreck, lass nach, was macht man da? Nach 8 Wochen haben wir uns dann beim Amt beschwert. Nun wird es aber langsam Zeit. Da hat uns dann ein Fräulein mit ner Brille aufgeklärt. Meine Herren, es tut mir schrecklich leid. Sowas macht bei uns jetzt alles der Computer. So ein Ding ist ideal. Nur ab und zu geht er kaputt, ja sowas tut er. Dann dauert alles wieder länger als normal. Ja, sowas macht bei uns jetzt alles der Computer. So ein Ding ist ideal. Nur ab und zu geht er kaputt, ja sowas tut er. Dann dauert alles wieder länger als normal. Das nächste Reiseziel, das war doch sonnenklar. Das hieß für uns Paris. Oh la la. Wir trafen uns am Place Pigalle in einer Bar. Nur der Champagner, der war mies. Nach 3 Flaschen haben wir dann Mademoiselle gefragt: Was ist denn heute mit L'Amour? Da hat uns dann Yvonne mit unschuldsvollem Blick gesagt: Ihr läuft jetzt eine andere Tour. Sowas macht bei uns jetzt alles der Computer. So ein Ding ist ideal. Nur ab und zu geht er kaputt, ja sowas tut der. Dann dauert alles wieder länger als normal. Ja, sowas macht bei uns jetzt alles der Computer. So ein Ding ist ideal. Nur ab und zu geht er kaputt, ja sowas tut der. Dann dauert alles wieder länger.